Ja, hier eine kleine Einführung in das Update unserer App. Das Update wird am 15.07. um 0 Uhr bei Google Play bzw. beim iOS drin sein. Dann könnt ihr euch das runterladen bzw. eure schon bestehende App aktualisieren. Und hier geht es halt darum, von wegen für den Herweg und Ochsenweg, wie wir euch virtuell real an die Strecke ranbringen, so wie wir das versprochen haben. Nachdem die App gestartet ist, geht ihr unten auf virtuell einmal, das ist unten das Männchen. Dort seht ihr dann Herweg und Ochsenweg wird auch logischerweise auch noch mit eingespielt. Und ihr seht einmal Progress, ihr seht einen Play-Button und schon die erreichten oder getesteten Kilometer. Dort ganz einfach, sobald ihr eure Etappe, zum Beispiel, was ich, 25 Kilometer oder 50 oder 100 Kilometer oder 10 Kilometer dann startet, dort auf den Play-Button drücken und dann trackt die App eure Kilometer mit. Es ist vollkommen egal, ob ihr in Hannover, Magdeburg oder in Bremen oder im Münsterland lauft. Die App verschiebt euch virtuell auf den originalen Herweg bzw. Ochsenweg. Das ist diese blaue Strecke. Die liegt noch vor euch. Ihr seht jetzt hier unten klar, das unten sind diese kleinen roten Pümpfel da. Das sind die ersten 100 Meter, die ich schon mal beim Testen schon mal probiert habe. Für den Progress hat es noch nicht mehr für 0,01% gereicht. Aber je weiter ihr kommt, desto mehr färbt sich der blaue Strich dann rot. Und dann kann man halt mal sehen, von wegen so einfach mal neben der Strecke klicken. Was würdet ihr jetzt sehen, wenn ihr da wäret? So, ich klicke da mal rauf. Dann lädt er sich halt die Informationen. Oh, eine Kuh aus heißt. Dann lädt er sich halt die Informationen aus Wikipedia bzw. aus Google Maps runter. Und ihr seht dann von wegen, was würdet ihr sehen, wenn ihr jetzt genau diesen Ochsenweg laufen würdet. Super interessante Sache und macht gerade diese virtuellen Wanderungen vollkommen anders und vollkommen interessanter. Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass halt mal nichts angezeigt wird. Ihr müsst halt ungefähr eine Sekunde auf den Bildschirm drücken, neben die Strecke, und dann saugt er sich die Informationen, die halt im Netz dafür verfügbar sind. Wenn nichts kommt, dann ist halt tatsächlich auch in der Umgebung kein Foto gemacht worden oder irgendwelche Informationen hinterlegt worden. Vollkommen normal. Glücklicherweise ist nicht ganz Deutschland, von ganz Deutschland jeder Quadratmeter fotografiert. Mal gucken, was hier in Uetersen jetzt ist. Klicke mal rauf, mal gucken, was da jetzt kommt. Genau, jetzt lauft ihr gerade bei der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg vorbei. Und das sind alles Informationen, die halt frei im Netz verfügbar sind und die euch dann virtuell durch Schleswig-Holstein und Dänemark begleiten werden. Hier geografischer Mittelpunkt Schleswig-Holsteins. Und das ist alles links und rechts der Strecke dann halt da. Wir können natürlich auch mal, jetzt gehen wir mal hoch, was ich gehe mal nach Flensburg-Padeburg, kurz vor der dänischen Grenze. Gucken, was da ist. Da ist gerade der Wasserturm von Padeburg. Bisschen weitergehen und hier ist die Bofkirke. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ja, und mit allen Daten, die darüber vorhanden sind, dass ihr euch auch ein bisschen einlesen könnt und ein bisschen Informationen darüber holen könnt, von wegen, was würdet ihr eigentlich sehen, wenn ihr jetzt real da wäret. Genau. So, wenn ihr eure Etappe hinter euch habt, dann ganz normal wieder die Pause drücken. Und dann speichert er sich die Kilometer, speichert er dazwischen. Und so könnt ihr dann halt Etappe für der Etappe durch Schleswig-Holstein laufen und immer euch gefühlt in Schleswig-Holstein oder in Dänemark wiederfinden, links und rechts der Strecke gucken und ein ganz anderes Erlebnis erleben, was eine virtuelle Wanderung ist. Und nicht dann auch dann, ja, da dabei sein und auch, ja, schauen, von wegen, was es eigentlich alles Tolles hier in Schleswig-Holstein und in Dänemark gibt, wenn man den Herweg original beziehungsweise den Ochsenweg original laufen würde. Wir wünschen euch viel Spaß. Der Herweg-Ochsenweg beginnt am 15.07., geht bis zum 15.01. mit verschiedenen Distanzen, 7 mal 100 Kilometer, diverse 50 Kilometer, also so, dass ihr immer auf die maximalen Distanzen kommt. Für den Ochsenweg nachher 8, ich glaube 26 10er-Etappen. Also so, dass ihr wirklich ein halbes Jahr lang zu tun habt. Und wir wünschen euch wirklich viel Spaß. Anmeldung ist noch bis zum 31.08. möglich. Und viel Spaß bei der App. Wenn irgendwelche Probleme sind, einfach unter dem Beitrag schreiben. Dann kann unser App-Entwickler kann das lesen und kann gucken, von wegen, welche Bugs sind da noch drin oder sonst irgendwas. Ist halt ein großes Neuland von wegen, auf das wir gegangen sind. Es kann natürlich auch mal irgendwas nicht so richtig funktionieren. Deswegen teilt uns das mit und wir versuchen, den Bug dann rauszuholen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Gruß von eurem Team Nordmarsch.